Liebe Menschen, herzlich willkommen zu einem neuen Format. Urbex Shorts habe ich mir mal überlegt. Und zwar, weil ich ja gerne diese kurzen Hosen trage, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich muss sagen, finde ich sehr praktisch, denn passt gut zu barfuß. Und wenn man mal durch einen vollgelaufenen Keller gehen muss oder mal einen Bach überqueren muss, um zu einer Fabrik zu kommen oder so, dann ist es ja besser als lange Hosen, da braucht man nichts hochzukrempeln. Gleichwohl hat es auch so Nachteile, ne? Wir hatten letztens so einige dornige Orte, wo man so drüber klettern muss und dann, gab es hier schon die ein oder anderen Kratzer, aber die waren nur oberflächlich, die sind schon wieder ganz gut verheilt. Aber sollte man vielleicht dazu sagen, ne? Dass alles Vor- und Nachteile hat. Aber Urbex Shorts, was soll das eigentlich bringen? Garantiert übrigens kein Vertical Content, also ihr müsst jetzt nicht euren Fernseher umkippen auf 9 zu 16 oder so ein Quatsch. Das ist mit Shorts nicht gemeint, sondern es geht darum, wir haben manchmal so einfach zufällige Funde, dass wir an irgendwelchen Orten vorbeikommen, ein kleines Objekt haben, das aber überhaupt nicht ein ganzes Video füllt. Und wenn man dann mehrere davon hat, dann kann man die einfach hintereinander packen und dann hat man wieder ein Video. Und das ist die Idee und damit fangen wir heute mal an. Das wird ein unregelmäßiges Format, also wenn es kommt, dann kommt es und wenn nicht, dann nicht. Und was wir euch jetzt erstmal zeigen, ist ein Bunker. Das war nämlich eine anstrengende Tour. Wir waren mit dem Fahrrad unterwegs und es war super heiß und uns ging auch langsam das Wasser aus. Und ich habe auf die Karte geguckt, weil so ein verdächtiger Weg da war. Und da wollte ich mal gucken, wo führt der denn hin? Und der führte offenbar nur zu einem Acker, aber ich habe auf der Karte gesehen, Moment mal, da ist doch ein Bunker, dessen Koordinaten wir kennen, auf der anderen Seite der Straße. Ja, dann lass doch da mal hinfahren. Problem war so ein bisschen, der Waldweg hörte dann, oder der Feldweg hörte irgendwann auf und dann stand man da im Morast und kam so nicht weiter und dann mussten wir das Waldstück nochmal anders umrunden. Also dann kommt jetzt dieser Bunker und danach, da seht ihr dann ein Haus, das wir in Polen zufällig entdeckt haben, auch schon so ziemlich zusammengestürzt, es gab gar nicht mehr so viel zu sehen, aber schöne Bilder des Verfalls, die gibt es dann gleich danach. Und lasst euch überraschen, was dann noch so kommt. Hi Leute, willkommen aus einem Bunker, spontan Urbex, ich bin total fertig, wir sind mit den Fahrrädern querfeldein über Felder ohne Feldwege, nur um diesen Bunker hier zu suchen. Und wir haben uns gesagt, jetzt sind wir schon so nah dran und wir kommen hier nie wieder hin, denn wir wollen uns einfach nie wieder hier durchschlagen. Durch alle Dornen mit den ganzen Bremsen, die einen angreifen, die sind ja noch schlimmer als die Mücken. Ja, jetzt sind wir hier. Und ein bisschen einschussgefährdet ist das Ding schon, denn hier sieht man Tageslicht. Wir haben auch so gar keine Urbex-Ausrüstung dabei heute. Deswegen mit Handy und Handytaschenlampe. Hier ist Sackgasse und Lehmboden. Aber der meiste Dreck hier an den Füßen ist nicht von hier. Das ist schon vom Versuch, hier überhaupt herzukommen. So. Aber der Bunker ist halt schon größer als jetzt nur ein kleiner Raum und deswegen. Naja, hoffe ich mal, dass wenn wir jetzt hier links abbiegen, noch irgendwas Schönes kommt. Da ist die Kati und bewacht den Eingang. Und ich gehe jetzt hier mal noch tiefer rein. Ja, diese Wände hier, das hat auch irgendwo eine Bedeutung, ne? Dass das hier diese Vorsprünge gibt. Ich glaube, das soll eine Druckwelle zerstören. Wenn hier jemand versucht, das Ding zu sprengen im Eingangsbereich hier, dann soll das wohl die Druckwelle auflösen, damit der Bunker hoffentlich standhält. Ja, mal gucken, wie groß der überhaupt ist. Ist ja schlimm, dass das alles hier nicht mehr gepflegt wird, denn es könnten ja Zustände kommen, wo wir solche Bunker wieder brauchen. Also ich würde mal sagen, das Ding ist komplett leer, es sei denn, jetzt taucht noch irgendwas Überraschendes auf. Da bin ich mit dem Rucksack an die Tür gestoßen. Die Tür ist nicht
nicht so hoch, wie ihr da jetzt gleich sehen könnt. Das ganze Ding ist nicht so hoch. Ich muss hier leicht gebückt gehen, damit ich hier nicht an die Decke stoße. Irgendein Kabel raus. Ja, hier ist so ein Waldstück inmitten von lauter Feldern. Und in diesem Waldstück einfach mal hier so ein Bunker. Und hier gibt es dann noch so einen Eingang. Oder es war, ja, war wahrscheinlich mal ein Eingang. Ich würde jetzt einfach den gleichen Weg wieder zurückgehen. Oder ich kann ja mal gucken, wie es hier oben aussieht. Ist schon gut, dass es zwei Eingänge gibt. Also ihr seht, wir sind hier komplett im Wald. Ja, wenn man jetzt noch Orientierung hätte, da wüsste man, wo man hergekommen ist. So, ich habe keine Ahnung, wo es durch den dichten Wald wieder zurückgeht. Deswegen gehe ich jetzt unten lang. Aber ich habe eins festgestellt, wenn ich Licht ausmache, ist es wirklich komplett finster. Gut, da hinten sieht man noch ein bisschen Licht. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Aber es ist fast komplett dunkel. Und man würde hier extreme Schwierigkeiten haben, wieder rauszufinden. Zum Glück gibt es hier keine tiefen Löcher, in die man reinfallen kann. Aber solche Lost Places gibt es auch. Deswegen, jetzt bin ich schon falsch gegangen, deswegen von mir der dringende Tipp, Urbexen immer mit Taschenlampe und immer mit Zweittaschenlampe und Ersatzakkus natürlich. Aber nicht nur Ersatzakkus, denn wenn die Lampe selber kaputt geht oder euch runterfällt oder so irgendwo reinfällt, dann habt ihr ein Riesenproblem. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr eine zweite Lampe habt. Ja, sagt der erfahrene Urbexer, der es heute selber nicht hat. Also ja, heute ist es gut gegangen, aber es ist immer besser, vorgesorgt zu haben. Jo, dann vielen Dank. Also wenn die so lang von dem Eingang oder Ausgang wieder näher ist, wenn man nicht so leben hätte, ist die Akustik, die da rauskommt, total krass irgendwie, als ob du so, als ob du aus irgendeiner Box heraus, als ob deine Stimme aus irgendeiner Box mit Bass kommen würde oder so. Okay. Ich habe hier übrigens eine Softair-Kugel. Also wird hier vielleicht auch mal Airsoft gespielt. Vielleicht doch ein echter Lost Place, aber obwohl kein Penis dran ist. Boah, ey, der ganze Wald ist voll von dornigem Zeug, ich hasse das. So, bis ich jetzt soweit war, das Display heller zu haben, um zu sehen, ob ich den Hasen sehe. Ah, da ist er ja. Da dachte ich, ist er schon weg, aber nee. Naja, digitaler Zoom, was wollt ihr erwarten? Sieht jetzt nicht ganz so cool aus mit digitalem Zoom, aber nur mal um zu zeigen, dass hier auch noch Tiere leben. Kommt mir ein bisschen vor wie Benjamin, so mit Handykamera rausholend und so. Das nächste Problem an so Windrädern ist der Schattenwurf. Schaut mal da vorne. Wenn ihr da jetzt in dem Waldstück euer Vogelnest habt und dann ist es hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Da kriegt er irgendwann Epilepsie oder so. Ja, und ich soll noch erwähnen, dass Oberflächen versiegelt werden. Dieser ganze Betonsockel da, wo das Ding draufsteht und das Trafohäuschen daneben und so, ja. Wir fuhren hier die Straße hoch, weil wir eigentlich nur Sightseeing machen wollten. Und da hat mich dieses Holz darauf hingewiesen, man sollte vielleicht mal dahin genauer hingucken. Und ach, guck an, Lost Place. Na sowas. Ja, eigentlich wollten wir uns das Meer angucken. Und Stettiner Haff und so, ja. Da kamen wir hier vorbei und dann war hier einfach mal ein Lost Place und ein Parkplatz daneben. Also wenn an der Landstraße ein Lost Place ist und dann kommt 2 Kilometer kein Parkplatz, ja, dann lässt man es bleiben. Aber ich meine, wenn das schon so bequem einladend hier ist, dann muss man doch zumindest mal einen kleinen Blick drauf werfen, doch reinwerfen, je nachdem, wie sich das anbietet. Und hier auch schon ganz viele Trampelpfade, wie auf den deutschen Lost Places. Vielleicht ist er ja sogar auf einer deutschen Karte drauf. Würde mich auch nicht wundern. Oh. Hier hat jemand eine Treppe gebraucht. Und hat den Rest aber da gelassen.
Also ich habe jetzt schon mal einen Eingang gefunden. Allerdings ist natürlich immer die Frage, was will man hier noch sehen? Ist ja alles schon eingestürzt. Nach oben braucht man auch nicht mehr zu gehen. Da ist schon gut, wenn die Decke, wenn die Treppe fehlt. Denn da kann man ja auch nur noch eine Etage tiefer runterstürzen. Hier gibt es eine Durchreiche und den Urbex-Stuhl, so ein altes Sofa. Das Interessanteste ist vielleicht noch das Wandbild, aber auch da meinte schon wieder jemand, den Urbex-Penis draufmalen zu müssen. Ja. Jo. Also es sind auf jeden Fall schöne Bilder des Verfalls, die es hier gibt. Du sollst meine Hand behalten, sonst nehme ich dich nie wieder mit. Ja, und hier kommt man in den Saal. Und bevor der nächste Schneefall kommt, sollte man hier wieder weg sein. Ja, das Haus hat es eindeutig hinter sich. Aber jetzt habt ihr es mal von drinnen gesehen. Mhm. Cool, cool. Liebe Leute, wir sind hier gerade in ein anderes Haus. Am liebsten würde ich gerne hier bleiben, aber es geht nicht. Wir gehen noch in ein Lost Place und wir gehen baden. Das ist hier der Außenbereich eines griechischen Restaurants. Die Speisekarte hängt noch, aber wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis das so verlassen ist, dass hier die Platten mal wieder weggerissen sind und man hier irgendwo reinkommt. Im Moment kommt man in diesen riesigen Gebäudekomplex leider nicht rein. Also da wird mehr als nur das Restaurant gewesen sein. Aber ja. Urbex to go halt, also man muss weitergehen. Hier könnte man theoretisch reinklettern, aber es bringt einem nichts. Weiß ich nicht, wozu das mal war, vielleicht auch so ein Verkaufsraum. Wahrscheinlich von dem Trödelmarkt hier oder so. Könnte so ein Trödler drin gewesen sein. Ja. Wie gesagt, Speisekarte ist noch da. Vielleicht kann man aus den Preisen ungefähr abschätzen, wie lange das leer steht. Zum Beispiel die 31 Gyros Furno, 11,85 Euro. Schöne, krumme Preise. Hier, Athenplatte, 30,55 Euro. Man kann versuchen, durch die Scheibe einen Blick nach innen zu erhaschen, aber durch die Spiegelung ist das jetzt gerade nicht so cool. Viele Brombeeren gibt es hier, gibt immer was zu essen. Ein kleiner Snack. Das finde ich gut. Hier darf man also rein, auf eigene Gefahr. Die Frage ist nur, ob offen ist. Leider nicht. Das ist ja ärgerlich. Da steht schon mal eine Einladung dran und dann ist gar nicht auf. Aber da haben schon einige randaliert, sogar das Dachfenster ist zerbrochen. Meine Güte. Ja, hier gibt es sogar einen verlassenen Parkautomaten, Parkscheinautomaten. Sachen gibt's. Aber die sehen ja heute noch so aus. So nur mit Barzahlungen und so ein Scheiß. Funktioniert aber längst nicht mehr, das Ding. Das ist hier alles bestimmt einen halben Meter hoch.
voller plattgedrückter Plastikflaschen in diesen Raum. Hier haben wir noch einen alten Ofen. Das war wohl mal der Eingangsbereich. Herzlich willkommen zu diesem Video. Zu dem Urbex Short. Obere Etage einsturzgefährdet. Da sieht ihr ja schon. So sieht das hier überall aus. Draußen liegt ein Feuerlöscher 5/2012. Sollte das Ding tatsächlich erst so 11-12 Jahre leer stehen, dann. Ja, dann hätte man das Dach damals schon ziemlich kaputt gehabt. Kann man sein. Hier war wohl mal der Eingangsbereich, Eingangstüre. Das waren bestimmt hier mal schöne alte Fenster. Okay, ja, da kannst du hochgucken, wenn es andere Stockwerke ist. Das ist nicht so toll. Ach, und dann kann man hier einmal rumlaufen. Hat man so eine Art Wintergarten. Musst du bloß aufpassen, weil direkt hier die Straße auch vorbeigeht. Oh, hier riecht schon total unangenehm. Irgendwie ist diese Tonne, ich weiß nicht. Das ist ekliges Zeug. Es stinkt nach Kacke und also ich vermute mal, dass hier die Küche war. Hier ist nämlich noch ein alter Herd. Die war vermutlich mal blau gestrichen. Bis hier. Okay. Das war mal das Bad. Oh, ja, hier, Wir können oben nicht mehr hingehen. Nee. Vielleicht kann man die Treppe noch ein Stück weit betreten, aber man sieht jetzt auch, dass es hier gebrannt hat. Okay, man sieht hier, man kann hier noch ein bisschen die Tapete erahnen. Hier mit Seerosen. Ein Boiler. Alte Badewanne natürlich. Die Toilette ist hier im Schutt eingebettet. Ja, hier stinkt's. So, hier die Türe ist schon angekokelt. Hier fehlt auch schon der Boden. Da geht's hinter auf die Terrasse. Und hier hat's gebrannt. Die Treppe hängt schon schief, ja. Genau, also hier hat's gebrannt. Hier ist auch, ja, hier hat's gebrannt. Und hier ist auch ein Loch wieder, also das obere Stockwerk ist nicht mehr betretbar. Es ist komplett kaputt und hier fehlt eben auch schon der Boden. Aber hier scheint wohl kein Keller zu sein. Hier läufst du einfach auf Sand. Da sieht es so aus, als hätte der benachbarte Supermarkt seinen Pfandflaschenautomat. Genau, das habe ich schon gezeigt, ja, genau. Die komplizierten Flaschen. Ja. So, der Raum unter der Treppe. Harry ist nicht zu Hause. Hast du mal Regalböden gehabt. Und ansonsten ist hier alles angekokelt. Also hier irgendwie in dem Raum. Irgendwo hier hat es gebrannt. Aber selbst abgesehen von dem Brand ist das Dach komplett durch. Das war nicht nur der Brand, das ist auch Verfall. Hier hast du noch Steintreppen. Hier beginnen die Holztreppen. Ich betrete die aber nicht mehr. Das ist mir zu gefährlich. Schade. Aber so ist es eben. Das ist ja witzig. Hier ist eine Klingel. So, und hier ist wieder der Ausgang. Eigentlich ein sehr schönes Haus mit einer sehr schönen, interessanten alten Bauweise. Am anderen Eingang ist der Zustand noch schlechter. Die Treppe sieht zwar noch ein bisschen besser aus, aber da ist schon da hinten ist wahrscheinlich schon was aus der Etage oben drüber durchgefallen. Ja. Durch das Loch in der Decke und der Kachelofen ist auch schon vandaliert. Schade, das war bestimmt mal ein total hübsches Haus. Ja, wir haben vorhin einen ganzen Raum voller Kacker gefunden. Oh, hier ist Teppichboden. Ja. Fein. Hier stinkt es auch total. Reicht von hier, würde ich mal sagen. Von außen hat man hier die Vorhänge gesehen.
Aber das ist auch schon alles. Das ist das Spannendste an dem ganzen Haus, würde ich mal sagen. Ja. Schön eingewachsen. Auf jeden Fall. 10 Jahre Leerstand. Ganz schön kaputt. Ja, aber war mal schön.